Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu MotoGP 21. Die ganze Welt fragt sich, was kann das Spiel, und wir werden es heute rausfinden. Und ich habe mir die wahrscheinlich einfachste Strecke der Welt ausgesucht, Sepang, Malaysia. Spaß beiseite, als großer Formel-1-Fan natürlich eine Strecke, die ich sehr liebe und sehr schätze, die leider auch da nicht mehr im Kalender drin ist, aber die MotoGP, die hat Malaysia im Kalender behalten, finde ich cool. Und wir fahren jetzt mal ganz kurz in den Moto3 Geräten und später gehen wir dann nochmal in die MotoGP-Klasse, aber gucken uns mal so ein bisschen an, was für Features wir neu haben. 52 Grad Streckentemperatur, Halleluja, das ist ordentlich, und 15 km/h Wind. Wieder live von der Moto3 Startaufstellung, wo Fahrer und Ingenieure die letzten Details besprechen, ehe es losgeht. Ja, der gruselige Kommentator ist immer noch am Start und die Optik von, also der Dude hinter uns, der mit dem kahlen Kopf, das ist ein bisschen gruselig ist es. Aber ich muss sagen, in den Zwischensequenzen sieht das Spiel ein bisschen komisch aus. Im Spiel sieht es allerdings sehr, sehr schön aus. Finde ich ein bisschen interessant, weil zwischendurch war es so, ja, ich sag mal, seltsam in den vergangenen Games, so wo ich halt ein bisschen gefremdelt habe mit der Ingame-Grafik. Mittlerweile scheint es aber recht schön zu sein. Und ja gut, bei 50 plus Grad, da kann man gut mal die harten Reifen mitnehmen. Und das machen wir auch. Erwartet nicht zu viel. Die KI-Stufe ist auch nicht allzu hoch und ich muss hier noch mal ein bisschen überhaupt gucken, wie man mit dem Motorrad überhaupt richtig umgeht. Denn mit dem Motorrad über eine Strecke heizen ist wieder was anderes, als mit dem Auto über die Strecke zu heizen. Legen wir los und wir werden den manuellen Start machen, trotz allem. Der Kurs, das heißt, Sepang ist die Heimstätte des aktuellen Grand Prix von Malaysia. Nur noch ein kurzer Moment und dann geht der Kampf los, hier auf der Strecke. Richtig. Das heißt, ich muss die Kupplung selbst loslassen, damit wir starten. Rein da. So, rechts unten natürlich wieder die ganzen Anzeigen. Sogar mit Bremstemperatur, das wird später wichtig. So. Und da auch mit der Reifentemperatur und so weiter und so fort. Also Reifenzustandsanzeige ebenfalls. Und das sind so Marker, die man sich einrichten kann. Die habe ich jetzt mal angeschaltet, damit man so ein bisschen Orientierung hat, wo es hier lang geht, was hier los ist. Ich werde auch zwischenzeitlich eine Sache absichtlich vielleicht mal versemmeln. Auf die ich mich eigentlich schon ein bisschen freue. Oh mein Gott. Ja, komm, machen wir es direkt. Bam. Ha! Jetzt denkt man sich, der Dave, der ist super schlecht, aber ich wollte euch eigentlich nur dieses Feature zeigen. Du kannst selbstständig zu deinem Motorrad zurücklaufen. Also, musst du im Prinzip nicht. Du kannst auch einfach sagen, ich laufe hier ein bisschen rum. Aber du kannst natürlich auch zurück zum Motorrad. Oh, da dauert das einen Moment. Dann richtest du es aber wieder auf und ja, sagst, oh ja, let's go. Rein da. So, coole Sache. Starten wir nochmal ein schnell neues Rennen und dann wird's besser. So, auf geht's. Jetzt aber mal richtig. Guter Start, gutes Rennen. Rechts unten haben wir auch die ganzen Fahrhilfen und so. Ich werde die Traktionskontrolle und so oben behalten. Oh! By the way, 4K 60 FPS und ich tatsächlich finde, die Grafik, wie gesagt, sieht, wenn man auf der Strecke ist, nochmal deutlich angenehmer und deutlich schöner aus. Also, das Drumherum ist ein bisschen seltsam und weird manchmal, aber was auf der Strecke passiert, ist ziemlich schick. Ui, da fällt einer hin. Knappe Kiste. Aber für sowas gibt es auch den Rewind. Und den wollte ich euch jetzt zeigen. Sauber. Ja gut, ich muss ein bisschen später einlenken. Das ist natürlich sehr ärgerlich. So. Malaysia, eine wunderschöne Strecke. Hier links, super lange Linkskurve. Und dann irgendwann mittendrin wieder aufrichten und rechts. Super lange nach rechts. Tatsächlich muss ich sagen, bei Motorradrennspielen, ich habe so ein, zwei Probleme, damit mich überhaupt da richtig reinzufuchsen. Ah. Teilweise ist es natürlich dadurch bedingt, dass ich Autorennspiele sehr viel spiele. Aber was ich an für sich eh nicht so ganz mag, ist, ich sag mal, behäbige und etwas schwammige Steuerung. Und logischerweise ist so ein Körper nicht so, keine Ahnung, du kannst den Körper nicht irgendwie von 0 auf 100 in eine Richtung moven. Und deswegen ist so aus
der Natürlichkeit heraus gegeben, dass so ein Körper eben sehr träge reagiert und dadurch auch das Motorrad ein bisschen träge reagiert. Nach hinten aber ein recht großer Vorsprung, auch wenn wir nach vorne halt ein bisschen Zeit verlieren. Also insgesamt ein bisschen schwierig hier das Ganze. Aber ich muss eine Sache sagen. Ich habe versucht, die Traktionskontrolle ein bisschen runterzuschrauben und dann ein bisschen hier so zu fahren, wie ich es auch in MotoGP 20 und 19 und so gemacht habe. Warum bin ich gerade auf der Geraden so viel schneller? Verstehe ich nicht. Eine Sache ist mir aufgefallen. Du kannst weder dich so richtig in die Kurven reinlehnen wie in den vorigen Spielen, noch kannst du zum Beispiel richtig krass über die Curbs fahren am Kurvenscheitel. Und das signalisiert mir so ein bisschen, das Spiel ist mehr eine Simulation geworden. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich glaube, es ist auch eh sehr schwer, das zu bestimmen für ein Motorradrennspiel, ob es jetzt eine Simulation ist oder nicht. Auf Basis dessen, dass du es halt einfach mit einem Controller spielst. Aber ich habe das Gefühl, es geht mehr in Richtung Sim. Und das ist, glaube ich, das, was sich viele Leute gewünscht haben. Auch wenn ich sagen muss, für mich ist es halt dann nicht einsteigerfreundlich und damit halt auch schwierig, da überhaupt irgendwie Anschluss zu finden. Da kommt schöner Exit hier. Vielleicht noch auf Platz 25 vor. Ja, Mann. Außenrum. Round the outside. Eine Sache möchte ich euch auch gerne zeigen. Das ist aber mit Risiko verbunden. Ich probiere es mal hier. Muss da über den Curb fahren. Ich möchte euch nicht zeigen, wie man über den Curb wegrutscht, sondern das könnte passieren. Sondern primär... Oh, das war nicht gut. Thema Track Limits, weil ich habe das auf, ich sag mal in Anführungszeichen, lasch gestellt. Und tatsächlich kannst du so ein bisschen cutten und kriegst dann Track Limit Verwarnungen. Dann probieren wir es mal hier. Ja, habe ich es vorhin hinbekommen. Sauber. Track Limit Warnung 1 von 5. Und ich kann mir vorstellen, wenn du 5 voll hast, bam, gibt es eine Penalty. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles System, wie ich finde. Das erinnert mich aktuell so ein bisschen an Assetto Corsa Competizione, wo es ebenfalls so ein System gibt, wo es heißt, hey, viermal abgekürzt und wir befinden das als Zeitgewinn oder du versuchst Zeitverlust zu umgehen und wir ahnden das mit der Durchfahrtsstrafe. Und das ist ein cooles System, wie ich finde. Hui. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen weniger zu wenig Sprit, aber das ist, wie gesagt, es ist halt schwierig, ne? Ich lenke die Kurve rein und ich finde es immer ein bisschen schwierig, beim Controller dann zu kontrollieren. Vielleicht bremse ich auch zu stark noch in die Kurve hinein. Das könnte sein, aber sonst gehst du halt viel zu schnell in die Kurve. Also, es ist auf jeden Fall anspruchsvoller geworden. Würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen. Ich habe natürlich super lange keine MotoGP-Spiele mehr gespielt, aber ich behaupte auch mal, dass es trotzdem sehr viel anspruchsvoller geworden ist. So. Zumindest aus meiner Perspektive. Und jetzt versuche ich mal die Traktionskontrolle runterzudrehen und dann gucken wir mal, wie es am Exit ist. Sobald ich mal aus der Kurve rausbeschleunige, wie unruhig das Motorrad dann liegt. So, erstmal Power runterdrehen, damit ich hier ein bisschen Sprit anspare. Halbautomatik. Ich habe halt super, super wenig mit den Getriebeeinstellungen in der Vergangenheit rumgespielt. Halbautomatik dachte ich da eigentlich manuell, aber das ist ein bisschen spät. Wir haben kurz vor 7 Uhr morgens, also in etwa 4 Stunden werdet ihr das Video wahrscheinlich sehen, oh mein Gott. Oh. Ja, wie immer kann man auch die Hinterradbremse separat bedienen. Ich präsentiere euch das mal rechts unten am Ball, anhand des Balkens. Oh Gott, ihr seht, sobald ich jetzt Gas gebe, bam. Fiese Kiste hier. So, ich drücke mal jetzt die Hinterradbremse. Das ist der untere der beiden Balken. Ich habe das jetzt so nicht kommen sehen. Eigentlich dachte ich, ja gut, die Gewichtsverteilung ist primär vorne. Oben ist der Balken für die Vorderradbremse, bam. Und unten der für die Hinterradbremse. Hammer.
So. Ich habe euch alles gezeigt, was ich euch für die Moto 3 zeigen wollte. Ich habe euch versprochen, Skill wird es hier nicht zu sehen geben. Wir gehen mal kurz ins Menü und dann gehen wir zur MotoGP. Warte, aber erstmal probiere ich mein Bike nochmal auf. So, wir sind jetzt im Hauptmenü und da haben wir verschiedene Optionen. Die Anpassung ist unter anderem eine. Könnt ihr euren Fahrer entsprechend auch mal verändern für das Game. Dann haben wir die Karriere. Natürlich könnt ihr da mit eurem eigenen Team durchstarten. Glaube ich. Ja, müsste eigentlich sein. Das ist die Manager-Karriere, jawohl. Dann haben wir die schnellen Modi mit Zeitfahren, Meisterschaft und Grand Prix. Und da gehen wir mal kurz nochmal rein. Und wir wählen eine der drei aktuellen Klassen. Oder wir haben auch drei historische Klassen hier. Und dann mit Casey Stoner, Dani Pedrosa oder auch Valentino Rossi. So, und hier haben wir zahlreiche grandiose Piloten. Unter anderem Alex Marquez. Super toller Kerl, weil er mit der 73 fährt. Und wir nehmen mal Marc Marquez. Der macht ja bald sein Comeback. Ich bin mal gespannt, wo es dann hingeht mit ihm. Und welche Strecke nehmen wir? Oh, Portimao, stimmt. Algarve können wir mal nehmen. So, wir haben die ganzen Settings. Gehen wir die mal schnell durch. Rennlänge natürlich einstellbar. Ich hatte das Rennen gerade auf 80%. 120 ist das Maximum, 20 ist das Minimum. Darunter auf 60, aber so viel werden wir nicht von der MotoGP sehen. Wetter könnt ihr einstellen. Wechselhaft bedeutet wahrscheinlich einfach nur random und kein Wetter, was während des Rennens wechselt, also von nass auf trocken, beziehungsweise umgekehrt rum. Startposition auswählen. Strafen könnt ihr auf tolerant oder streng stellen und darüber hinaus haben wir Kraftstoff- und Reifenverbrauch. Bike wieder aufsetzen, Bike Schaden. Grafisch halt im Moment nur optisch dann. Schneller Streckeneinstieg, Rewind und Fahrhilfenlinie. Fahrlinienhilfe, so rum. Und da habe ich die Kurvenanzeige ja gehabt. Und ja, ansonsten unten wird auch nochmal alles easy peasy beschrieben. Bei den Fahrhilfen, ja, automatische Bremsen braucht man natürlich nicht. Assistent Vorderbremse. Brauche ich vielleicht Bremseingabemodulation. Das soll ein bisschen ja das, ja, Bremsen erleichtern. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von bemerkt. Also ihr könnt es euch noch anspruchsvoller machen, als es gerade sich ohnehin angefühlt hat. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Noob, was Motorradrennspiele angeht. Geht da nicht mit der Erwartungshaltung ran, dass ihr hier High-Quality-Stuff seht. Rein ins Wochenende. Also zumindest was das Fahrerische angeht. Ladezeiten gucken wir uns auch nochmal kurz an. Der Ladebalken triggert ein bisschen, weil er ein bisschen stockt. Aber sonst cool. Wolkendecke sind die Streckenbedingungen gut. Und 27 Grad. Die Streckenbedingungen sind gut. Das ist gut. Wahrscheinlichen Favoriten für das heutige MotoGP-Rennen. Ja, Vinales. Maverick. Sind schwierig, aber wenn man das extrem ausgewogene Qualifying bedenkt, können wir heute hier wohl mit einer fantastischen Show rechnen. So, und wir können natürlich zur Strecke und anders als F1 kriegt ihr nochmal alle Optionen angezeigt und das Spiel sagt, ey, bist du damit einverstanden oder nicht? So, wir können unter anderem auch die Bremse anpassen. Und hier können wir zum einen Bremsen wählen, die länger oder weniger lang zum Aufwärmen und zum Abkühlen brauchen. Was natürlich erstmal einen Einfluss auf die Bremstemperatur hat. Und da muss man mal gucken, wie genau das simuliert wird. Es kann natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie eure Reifentemperatur ist, logischerweise. Eine heiße Bremse gibt natürlich auch Wärme nach außen ab. Bäm, Reifen werden wärmer. Und wenn ihr eine kalte Bremse habt, dann kühlt der Reifen auch aus. Und insofern, das ist so ein neues Detail, das mir aufgefallen ist, finde ich cool. Gut, die verschiedenen Reifenmischungen konnte man vorab schon wählen. Ansonsten beim Setup und so hat sich nicht so unendlich viel verändert. Ne? Das ist halt relativ gleich geblieben im Vergleich zu den Vorjahren. Also einige Kleinigkeiten haben sich hier und da verändert. Insbesondere auf der Strecke fühlt sich das Spiel dann, finde ich, deutlich anders an. Aber ein paar Sachen sind dann auch nochmal deutlich ja, vom Vorgänger übernommen. Aber da haben sich letztens auch bei F1 2021 bei der Ankündigung Leute beschwert. Ja, das ist halt nur ein kleines Update. Willkommen in der Welt der Videospiele. Und jetzt willkommen in Portimao. Rein da. So, machen wir noch einen Start. Und dann gucken wir mal, wie die erste Runde läuft. Ich erinnere mich auch nicht 100% an die Strecke. Let's go. Ui, was? Ja, der Stoppischutz hat sein Werk vollbracht. Okay. Okay.
Es ist so belastend, wenn die KI auf 60 die einfach wegzieht. Ja, die Motorräder sind natürlich deutlich schwerer. Demnach natürlich nicht ganz so wendig. Aber ist ja klar, ne, wenn es bergab geht, dann musst du aufpassen. Oh, die fahren hier eine andere Linkskurve als ich es kenne, oder? Die sind weniger wendig, haben dafür natürlich aber so viel mehr Power und oh. Vorsicht. Algarve ist aber auch echt eine Strecke. Die hat einfach unfassbar viele Höhenunterschiede. Das ist auch so ein bisschen eine Mini-Nordschleife, fast schon wie Bathurst. Wobei ich sagen würde, Bathurst ist klar schwerer zu handeln. So, aber jetzt haben wir auch mal eine Runde in Portimao. Und da sieht man, Körper berührt, trotz voller Traktionskontrolle, trotz eigentlich allen Fahrhilfen. Ich habe nur minimal noch auf der Bremse gestanden, aber also, sorry, wenn ich mal sowas sage, wie auf der Bremse gestanden, ne? Eingefleischte MotoGP-Fans werden sagen, du stehst nicht auf der Bremse, du drehst dran. Oder, nee, du betätigst, wie auch immer. Aber das ist halt ja, das war wieder zu spät gebremst. Der Faceplant. Und damit geht eine glorreiche MotoGP-Karriere zu Ende. Damit meine ich nicht die von Marc Marquez, ne? Damit meine ich natürlich meine. Wie gesagt, das Spiel ist deutlich anspruchsvoller geworden. Ich hatte schon bei MotoGP 20 das Gefühl, man möchte mehr in Richtung Simulation gehen. Und hier habe ich das Gefühl, es ist noch anspruchsvoller. Ihr könnt ja gerne aus eurer Perspektive mal berichten, wenn ihr das Spiel gespielt habt, wie es denn ausschaut. Ist das Spiel tatsächlich realistischer geworden? Ist das Spiel auch mehr Simulation? Oder würdet ihr sagen, ja, nee, da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Übrigens, ich verdecke gerade eine Anzeige, wo man alle verschiedenen Rundenzeiten sieht. Also gerade eine 1:55.988 gefahren. Das ist natürlich eine sehr gute Zeit. Aber vielleicht seid ihr ein bisschen schneller. Ich gehe stark davon aus. Ansonsten sieht man vorne meine Bremse gerade ein bisschen auskühlen. Und währenddessen sage ich mal, ja, bremsen. Gönnt euch mal eine kurze Pause. Wir stellen mal das Bike ab. Ich bedanke mich bei den werten Zuschauern fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, sorry, das ist halt jetzt kein Pro-Play oder so. Aber trotzdem, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck erstmal von diesem Spiel verschaffen. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst mal wieder bei wahrscheinlich einem anderen Rennspiel. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.